Wir beginnen heute auf jeden Fall die Reacts mit Prinz Tomatenkopf vom Anhalt, vom hungrigen Hugo, meine Freunde. Ein Kanal, der mir extrem oft empfohlen worden ist, den ich auch schon ein paar Mal bei Sascha gesehen habe. Hungriger Hugo, meine Freunde. Ich bin mal gespannt. Mir wurde nahegelegt, daraus eine Nicht-Lachen-Challenge zu machen. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen, nicht wahr? Freunde, was geht ab? Ich bin hier mit Prinz Tomate. Wir haben uns Soundeffekte auf die Suche nach der tomatigsten Tomate gemacht. Yay! Yeah. Tod den Tomaten! Alter, wo ist eigentlich Gurkensohn? Tod den Tomaten! Tod den Tomaten! Ist das okay, wenn ich dich Markus nenne? Dein Tomatenkopf. Warum ist dein Kopf so rot wie eine Tomate? Weil ich zu viel Blut habe. Also ich bin Prinz Tomatenkopf von Anhalt. Okay. Weil ich zu viel Blut habe. Ja, man kennt das. Ich hätte gerne nur kurz meinen Leitfaden, Vincent. Damit ich, Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich? Ich glaube, du hast viel schon so biografisch erzählt über dich, aber wäre auf jeden Fall cool, wenn du Bock hast, das nochmal so ein bisschen zu erzählen. Ich bin da als Kleinkind schon mit dem Virus Reichtum und Dekadenz infiziert worden. Und das ist bis heute nicht mehr rausgegangen. 100.000. Da hätte auch an der Stelle der Minecraft-Shrink-Effekt gepasst. Quadratmeter Grundstück und wir hatten Pferde und Hunde, wir hatten 4 Pferde und einen Fohlen. Hat der die selber aufgenommen, diese scheiß Soundeffekte, Alter? Und dann habe ich es gerochen, Junge, dass man Geld verdienen kann. Oh, was war das denn? Liebster Markus, war das etwa der gute alte Traubenzucker? Ah ja. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Diesen Part möchte ich jetzt ab sofort als Donation-Sound haben. Chat, was sagt ihr? Was sagt ihr dazu? Das ist ja wohl mal ein ganz ehrwürdiger Donation-Sound. Immer wenn eine Dono reinschallert, Alter. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Geht mir sehr gut rein. Machen wir. Lade ich mir runter. Hungriger Hugo, hoffentlich strikest du nicht alle meine Streams. Falls doch, bitte tu es nicht. Gib dir ein bisschen was von dem Geld ab. Danke für den Hype-Train. Macht voll. Wir haben eine Beziehung zusammen. Wir haben Sex zusammen. Wir lieben und wir haben Schmetterlinge im Bauch. Ich liebe dich für immer. Diese ekligen Sounds, Alter. In dem Zeugnis der ersten Klasse in meiner Schule, da stand Markus hat einen sehr ausgeprägten Penis. Und den habe ich. Ja. Alter, Sauna Bros. Okay, weird Bild. Die Härte an, ne? Was ist denn das? Was? Achso, ja. Tim, Junge! Tim sich hier einfach selber von sich Bilder am reinschallern. Klar, das zeigt. Alle U18 snapped! Yeah, wahrscheinlich your only story. Okay, warte. Dann haben wir's, warte. Eine Sekunde. Im Fluch der Karibik geschaut. Das Heroinbild. Gleich für Mathe-Klausuren lernen. Hier, also. Junge. Das ist ein kleines Beispiel. Haha! Leck mich am Arsch! Wie alt warst du denn da? 21. Nice. Akani, entspann dich! Respekt. Ey. Respekt. Unmöglich, da nicht zu lachen. Respekt, Respekt. Der Schütze, danke schön. Respekt. Respekt, Respekt, Respekt. Wenn du meinen Kurs kaufst auf Instagram, dann erkläre ich dir die Basics. Wenn du die verstehst und dann fleißig bist, dann verdienst du 15.000 oder 20.000 Euro im Monat. Das bringe ich. Alter, ist das ein unangenehmes Gespräch. Jeden Polen in 5 Minuten bei, wie es geht. Also das habe ich sofort gesehen. Das glaube ich. Und er hat in 5 Minuten eine teure Uhr verdient. Und die Frau steht mir. Diese Soundeffekte. Er ist professioneller Taschendieb. Sein Name. Tomatenkopf. Ah. Ich habe Bodybuilding gemacht. Du, was? Kann ich mal Bilder von mir zeigen? Oh, 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 auf Wiedersehen. Ich habe dann halt eine ekelhafte Rückenverletzung gehabt, mit einer Zyste im Rücken, teilweise auch meinen Penis nicht gespürt. Bist du wirklich so dumm und asozial oder ist das nur Fassade, diese protzige Art und dumme Sprüche mit einbezogen? Junge! Alter! It's in his head! Junge! Findest du es gut? LOL! Ja oder nein? Ja. Ich bin einer von der Straße, mein Freund. Das Bild vieler Innenstädte. Bettelnde Menschen. Ich find's wirklich verrückt, was für ein selbstverliebter Kerl du bist. Einerseits finde ich's witzig, ich find's sympathisch und auch übel unsympathisch. Ich bin reich und ich scheiße auf alles! Einfach mal so rauslassen, kann man machen.
Ich bin jetzt ein Netflix-Junkie geworden. Ich sitze dann auch mal gern daheim und gucke 17 Staffeln von der Folge hintereinander an. Also, ey. Ich wünschte mir, das Original-Interview wäre so gewesen. Ey. Geil. Digga, diese ganzen Soundeffekte. Wenn ich morgens aufwache und meine Zähne putze, dann gucke ich in den Spiegel rein. Hurensohn. Perfekt. Ich habe mir noch eins, und zwar schwieriges Thema, gemeinsam mit Montana zu dem Black. Ich habe es noch nicht gesehen, Leute. Rein in die Olga. Auf dem Welt des Wassers gibt es märchenhafte Wesen. Geheimnisvolle Kräfte haben sie und erscheinen manchem in menschlicher Gestalt. Was geht ab? Ich bin's. Ich muss los. Oh. Schade. Und reingehauen. Schade. Hör auf, ruhig. Man hört sich eh nicht. Warum gibst du 3.000 Euro in Shopping-Stream-Stores und trägst immer noch Unterhemden nur? Sehr kompliziertes Thema. Warum nutzt du dein Geld nicht, um die Welt mal zu entdecken, sondern sitzt nur und spielst Casino? Es ist ein schwieriges Thema. Ja, ich glaube, jetzt wird jede Antwort wahrscheinlich, es ist ein schwieriges Thema, oder? Boah, das ist eine krasse Frage, die ich mir bei dir stelle. Merkst du manchmal selber, wie dumm du eigentlich bist? Ja. Schwieriges Thema, sag schon. Das ist ein schwieriges Thema. Was treibt dich an? Das ist ein kompliziertes Thema. Wie fühlt es sich an? Ein sehr schwieriges Thema. Wie fühlst du dich? Es ist ein schwieriges Thema. Ich persönlich mag Kanaken nicht in Deutschland haben. Ich habe ein Problem mit Ausländern. Ich bin aber auch ein Migrantenkind. Verpiss dich, du Hurensohn. Alles klar. War das jetzt geschnitten oder nicht? Man weiß es nicht. Das finde ich gut. Aber auf der anderen Seite, was man jetzt hier... Wir öffnen hier die Facettgelenke und vor allem wir dehnen die ganzen Rückenstrecker und den Quadratus einmal durch. Das wird sich sehr, sehr entlastend anfühlen. Wenn wir jetzt Glücksspielsucht als Thema sehen, dann sehen wir, dass da ganz viele Faktoren, die zusammenkommen müssen. Was ist das, Meister? In Zeiten, wo diese Glücksspielsucht in Deutschland, die Gesetzeslage völlig unklar ist eigentlich, eine Grauzone, der eine darf, der andere nicht. Ach, hier sind sie. Oi. Und jeder einen drauf runterjackst oder du drauf wartest mit dem Ständer an der Büchse, dass die... Das ist wie wenn du Poker und Slots... Warum ist da Blut, Alter? Warum ist da Blut? Vergleich. Bei diesem Thema Glücksspiel und Co. Du hast Leute auf viele positive Arten und Weisen beeinflusst, aber als ich zum Beispiel vor 1-2 Jahren deine... Die nächste... deine Stellungnahmen gesehen habe zu dem Thema Verantwortung, war es halt so, ich will die eierlegende Wollmilchsau haben. Einerseits schiebe ich die Verantwortung weg, will der nicht gerecht werden, weil ich sage... Digga, ich weiß nicht mehr, wo ich die Zigaretten reingeschmissen habe. Junge, ich komm nicht klar. Ey, das sind aber einfach auch Dinge, die könnten wirklich so passieren. Die könnten einfach so passieren bei Monte. Gute Pilze, Digga, könnte ich schon wegflashen. Aha. Ja. Oder? Ah ja. Aber... Du siehst mich nicht. Was so ein Video alles hergibt, Alter. Da muss man so krank kreativ für sein. Dickes Shoutout an hungriger Hugo an der Stelle. Skalin, Psilocybin, Pilze, Gras. Testo. Testo. Wie war es eigentlich so in der Zeit, wo du Stoff genommen hast? Hast du irgendwelche Nebenwirkungen vom Stoff gemerkt? Oder? Aber Tim, solide beantwortet. Guck mal, es gibt Kategorien an Wörtern, die darfst du sagen, weil du das ausdiskutiert. Wer ist das? Weißt du, was ich meine? Also, das ist, glaube ich, das Erste. Das Zweite ist, ich kenne das auch, 100 und einen. Ich gehe heute raus und baue mir dann ein Haus. Was ist los, Nico? Was geht ab? Macht Overwatch Spaß oder was? Hey, eins gegen eins, Digga, ich würde die safe auseinandernehmen, was geht? Der Erste stirbt, schuldet dem anderen Zehner. Okay. Schade, Tim, das war's an der Stelle mit deinem Interview. Aber hier war so, okay. Das ist für mich ein krasser Fehltritt gegen meine Prinzipien. Das ist so eine Sache. Ja, ich sehe da ein Problem. Also, ich schwöre, Monte kommt hier rüber, als wäre er komplett Kern, als wäre da irgendwas ganz falsch gelaufen. Im Sinne von, ich finde es ja nicht schlimm, dass du das mal... Ja, an der Stelle vielleicht weniger davon trinken, weniger als mehr. Komm, wechseln wir das Thema, Digga. Ich bin auch ein primitiver Wichser, wir haben das gesehen. Wenn ich horny bin, bin ich horny. Und da gibt es auch, Alter, also jetzt mal hier kurz Real Talk an der Stelle. Es ist auch, juckt mich jetzt nicht, sind die Kameras an, ist okay. Aber ich
von mir im Internet gibt es dann auch vielleicht das ein oder andere Bild von meinem Dödel. Okay. Um es mal grob zu sagen, ich kann auch ein Video auf YouTube hochladen, wo ich scheißen gehe. Die Leute werden es feiern. Neuer Bugatti. Moin. Moin, meine aktiven Freunde. Wer fühlt es, wenn man eine richtige geile Session auf der Toilette abhält? Mit Handy spielen, dies, das, Zeitung lesen. Feier ich auf jeden Fall. Ey, wir haben ewig lang gedreht. Digga, ich, ohne Witz. Volles Tempo, wichtig beim Hochgehen. Ausatmen. Ja. Perfekt, Digga. Perfekt, Jungs. Perfekt. Wir schauen uns mal erstmal so hier durch die YouTube-Kacke rein, die mir gerade hier reingeschickt worden ist. Auf Ehrenbruder-Basis vom Meister. Monte, wie viel Geld hast du? Unbegrenzt. Schauen wir nochmal da ganz kurz rein. Ich habe gar keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Aha. Es hat noch nicht mal angefangen, Bro. Kamera, ne? Schön, ja, dass wir hier bei dir zu Hause sitzen. Nee. Bruder, wenn du dein neues Wohnzimmer genauso ausstattet wie das, ne, dann dreh ich durch, Alter. Wirklich. Nee, bei Oma auf dem Schoß. Und jetzt gemeinsam Casino abräumen oder Mario Kart gewinnen? Puh. Ach. Eine Ewigkeit später. Boah. Mhm. Klar, das dauert. Ja. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Okay, okay, ich sehe schon. Monte, wäre vielleicht deine Zeit, einfach mal zu antworten? Oh, das ist schwierig. Hm. Hm. Schwieriges Thema, oder? Ja, nee, okay, nee. Mario Kart. Mhm. Was war das schönste Erlebnis, das du hier mit einem Fan hattest? Monte, wird auch mal was anderes kommen außer Fortnite? Ja, deine Mutter. Hab ich noch nie gehabt. Natürlich. Auch Kailochen. Hast du die ganze Zeit geschlafen? Wie würdest du dich vorstellen? Musikalisch gesehen, ich finde ja. Mhm. Okay. Piss dich. Du? Nicht nur zu. Fühl ich. Das ist doch ein so bequemes Sofa, doch, oder? Mal weg, Alter. Warum bin ich so fröhlich? Alter Junge, mal, ist das. Du bist Hurensohn. Digga, was guck ich mir hier an? Hast du eigentlich Junge. Als YouTuber eine gesellschaftliche Verantwortung? Frauen sind wie Hunde, sagt er. Nein, hat er nicht. Ein bisschen. Hat er nicht. Man kann aber sagen, hat man nicht, dann hat man keine. Was ist Deutschlands Hauptstadt? Buxtehude. Was für einen Bezug hast du zu Fortnite? Was laberst du für eine Scheiße? Weil du hast mir ja erzählt, dass du sogar ein Fortnite-Fan warst. Wie viel Geld hast du eigentlich? Unbegrenzt. Weiß ich jetzt nicht. Was ist die schönste Erinnerung, die du mit deinen Großeltern teilst? Ubi, Vollgas, komm schon! Gibt es bei Videos für dich Grenzen, die du nicht überschreiten würdest? Nein. Ja, Grenzen. Also, ich meine, ich habe in dem Video erzählt, dass mein erster Blowjob von einer Transe war. Finde ich auch ästhetisch. Hat er das wirklich gesagt? Also, ist das so passiert? Grüße geht raus an die junge Dame. Ja. Ist das wirklich passiert, Chat? Okay. Hast du irgendwie selber Vorbilder? Sehr schön. Okay.